Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Nordfriesischen Marsch. Wir schwatten aktuell Gras auf Feld 25. Wir werden sobald wie möglich dann gleich beim Pressen beginnen. Und dann geht die ganze Geschichte weiter auf Feld 14. Ich hoffe, dass da schon ein bisschen der Reifegrad gestiegen ist. Da schauen wir gleich. Ist immer noch hellgelb. Wäre schön, wenn es so dunkel wäre. Ansonsten die anderen Felder auch noch nicht reif. Aber schauen wir mal hier, dass wir hier das fertig kriegen. Wir können dann die Geschwindigkeit auf 5 einstellen. Etwas schneller. Haben wir ja noch eilige Arbeit, um an drei Feldern Getreide reinzukriegen. Ein Dach und Fach. Wir hatten bisher nur Schönwetter gehabt. Nicht einen Tropfen Regen haben wir bis jetzt gehabt. Toi, toi, toi. Gut, dass hier kein Staub ist. Jetzt werden wir gleich den einstellen. Erstmal nehmen wir den alten Kost löschen. Dann werden wir einen neuen laden. Und zwar Schwatten. Dann werden wir gleich hier einstellen. Mal gucken, mal wie schnell er fährt. Oh, 20 km/h. Und weiter geht's. Jetzt hat ein bisschen mehr Gras vorhanden als mit einem einfachen Gerät, ne? Trotzdem 20 km/h. Der andere Bruder hat wieder Schwierigkeiten. Weiß gar nicht warum. Ist daran so schwierig, den nächsten Rundkurs zu beginnen. Aber es kann auch daran liegen, dass Kurve noch nicht ganz perfekt läuft. Ärgerlich. Vielleicht geht, ja, das bringt ja dann auch nichts. Das liegt daran, dass ja, man bald noch nacharbeiten. Da nimmt er das genau hin. Das andere ist ja auch nicht fällt. Das ist mehr die Wiese, der Randscheibe ist ja mehr Wiese gewesen. Vornherein. Na ja, gut. Um die Ecke kann man noch nacharbeiten.
Müssten wir eigentlich mal so einen Wald gönnen. Und dann mal richtig mal Kahlschlag machen. Und große Bäume pflanzen. So. Da wäre ja noch mit durch. So, mal schauen, dass wir uns die Ränder mit nach. Na gut, die Ränder sind ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt da von der Spur abweiche, dann nimmt der andere den nicht mit. Kann nur die Ecken machen. Kann ich machen, dann später das nachträglich. Dann entsprechend aufpassen. Oh, das wäre nämlich so schade. Das kann ich ja noch gut gebrauchen. Muss ja nicht alles haben, aber teilweise kann man ja mitnehmen. Was? Ballpresse eingreifen. Muss ich mal gucken. Die kriegen die Kurven nicht hin. Soll nicht der Grund sein. Nicht so einfach. Und wäre es auch langweilig, ne? Alles klappen würde. Ah, ich denke mal, das wird irgendwann mal werden. Irgendwann ist es so weit, da klappt auch nicht mit Kursfreiheit. Das wird schon werden. Gleich gewaschen.
Liste. Das wäre die Feldwiese Nummer 25. Jetzt fahren wir gleich auf die 15. Haben wir noch nicht rein. Brauchen wir bald wieder. So, vorne mal die Kurve aufpassen. Mal Treibstand. Immer noch gelb. So müsste das sein. So, dunkel. Mal schauen, wo er eine Kurve macht und eine Kurve klarkommt, dann können wir das sammeln. Geht ja voran. Mal gleich ein Foto machen. Da sind die Vögel da. Einschlag. Ich bin ja gespannt, wann der Patch kommt, 1.3. Die Beta ist schon eine Woche draußen. Bis dahin klappt alles. Nur der Knick kommt da nicht zurecht. Weil er anfängt, rückwärts zu fahren. So,
Um LKW. Hüste. Gleich mal den Schwung nehmen, auf der linken Seite. So langsam aber sicher geht's vorwärts. Den wollte ich auch mitnehmen, aber ist egal. Oh, wieder einer voll. So, mal schauen. Und den Preisen. Das ist Mist. Zu wenig, ne? Heu und Stroh. Nicht toll. Gras noch weniger. Aber gut. Mal so einen Kauf nehmen. Früher bin ich mit dem Feld mit Acker gefahren. Aber heute geht nicht mehr. Blödes Auto. Bergauf. Schafft er gerade so. So, nochmal Position machen hier. Gedacht, das kriegt man mit einem Kredit. Kann man noch eine Wiese kaufen? Klappt nicht. Da Respekt. Zu hören. So.
Preiskeller. Okay, den letzten Ballen. Und da haben wir nochmal. Oh je. Naja. Wird schon werden. Ein paar Ballen kommen ja noch. Ups, die Folge ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen, über ein Abo. Und auf ein Wiedersehen zur nächsten Folge.